Guten Morgen aus dem Domitor Nationalpark. Wir haben eine recht kühle Nacht hinter uns, also haben sogar ein bisschen gefroren im Gegensatz zu den letzten Nächten, wo es so sehr heiß war. Und jetzt frühstücken wir und dann starten wir Richtung Tara Canyon. Das ist der zweittiefste Canyon der Welt nach dem Grand Canyon. Und wenn wir da alles angeschaut haben, dann fahren wir Richtung Südwest. Und wollen mal sehen, wo wir wieder an der Küste ankommen. Das ist die bekannte Tara-Schlucht und da ganz hinten unten da unten, da sieht man den Fluss durchschimmern, der heißt Tara. Von der Tara-Schlucht aus fahren wir jetzt Richtung Podgorica, der Hauptstadt von Montenegro, durch eine wunderschöne Landschaft. Schaut doch mal, sieht das nicht Hammer aus? I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you drown me? Ain't no way I could deny you. I could strive. Einiges finde ich hier am Straßenverkehr in Montenegro total doof. Und zwar sind das erstens mal die Tunnel. Es gibt kein Licht im Tunnel. Das heißt, ich komme hier aus vom strahlenden Sonnenschein in die absolute Dunkelheit und ich sehe nichts. Ich fahre immer ganz, ganz vorsichtig rein, dass ich erstmal mich dran gewöhne, meine Augen auf dunkel schalte und dann mich vorsichtig vortaste. Selbst mein Licht bringt das nicht. Dann sind die Straßen so, so eng. Die Leute sind das hier natürlich gewohnt, aber ich nicht. Und dann ist es manchmal ganz schön knapp hier zu fahren, wenn dann ein LKW auf der Straße fährt. Was ich noch doof finde, ist, wer fährt, hat Vorfahrt. Also ich stehe manchmal an der Kreuzung, komme nicht weg, weil die fahren und fahren und fahren und ich traue mich nicht loszufahren, weil ich denke, die fahren mir irgendwo rein. Weil wie es so ist im Ausland, der Ausländer hat immer Schuld. Und man kommt hier maximal mit 60 km/h vorwärts. Was ich noch echt gruselig finde, ist, dass hier überall die Steinschläge als Schilder angezeigt werden. So, und denn normalerweise kennt man das ja so, da sind so Zäune und Netze, dass die Steine nicht auf die Autos fallen. Aber hier ist da nichts. Ich bin mal froh, wenn ich unter den Felsen weg bin, dass mir keiner auf den Kopf gefallen ist. Wir sind heute in der Hauptstadt angekommen. Ich kann es nicht aussprechen, irgendwas mit P-O, keine Ahnung. Und wir haben aber ein Apartment gemietet, um nicht hier irgendwo auf einem Parkplatz stehen zu müssen. Und das zeige ich euch jetzt. Ja, hier kommt man rein. Nummer 2. Dann ist hier gleich ein riesengroßer Kleiderschrank bis zur Decke. Eine Seite Fächer, eine Seite zum Hängen und ein großer Spiegel. Dann ist linke Hand hier das Bad. Die Toilette und das Bidet.
Dort geradezu ist die riesengroße Dusche, das Waschbecken und sogar einen Föhn haben wir, sind wir gar nicht gewöhnt. Dann ist hier die Sitzecke, das riesige Bett, Klimaanlage, Fernseher, brauchen wir gar nicht. Die Aussicht ist jetzt hier nicht so toll, weil wir sind mitten in der Stadt und gucken auf einen Parkplatz. Ja, und hier ist auch noch eine kleine Küchenzeile drin. Und das alles kostet 25 Euro für zwei Personen. Ich bin jetzt in der Hauptstadt von Montenegro und wandere jetzt in den Stadtkern. Also ich bin schon ziemlich zentral mit meinem Apartment. Aber es ist noch ein Kilometer bis direkt in die Innenstadt und da gehe ich jetzt hin. Hier hinter mir seht ihr die Millennium Bridge. So wie es aussieht, ist die Hauptstadt Partnerstadt von Moskau. Und hier ist der Fluss, der uns den ganzen Weg aus den Bergen begleitet hat. Hinten sieht man sie auch, die Berge. Da sind wir hergekommen, immer an dem Fluss entlang. Come and try me. Bin ich auf dem Weg zur Altstadt und inzwischen weiß ich auch, dass die Hauptstadt Podgorica heißt. Das ist die Steinbrücke, die über den Fluss Ribnica führt. Und der Fluss ist hier zu sehen. Da unten kann man auch baden. Das hier ist übrigens König Nikolaus I. von Montenegro. Und zwar ist er 1841 geboren und 1921 gestorben. Hier hinter mir seht ihr das Museum der nationalen Geschichte von Montenegro. Kommt schon langsam die Moschee zum Vorschein. So lebt man hier, mitten in der Altstadt. Eine ganz kleine Moschee. Ja, jetzt habe ich Podgorica zu Fuß untersucht und muss sagen, ich kann es eigentlich nicht empfehlen. Die ganze Stadt sieht so aus wie hier. Ich kann ja kurz mal zeigen, hinter mir ist jetzt gerade ein Einkaufszentrum. Eigentlich alle Straßen zweispurig, rechts und links sind Läden. Keine schöne Altstadt, eigentlich nicht wirklich viel, ein paar Museen, ein paar Gedenkstätten, aber das war es auch schon. Also, wer hier nicht unbedingt her will, muss es auch nicht. Hier in dieser belebten Straße ist unsere Wohnung, aber nach hinten raus, direkt über dem Zahnarzt. Aber hier ist die einzige schöne Straße. Noch schnell lecker essen und dann geht's nach Budva an den Strand. Hier hinten an. Da hätte ich auch nach Mallorca oder keine Ahnung wohin fahren können. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Ich zeige euch mal den Strand von dieser Seite. Also ist wirklich eher so Mallorca-Feeling hier. Dicht an dicht die Sonnenschirme.
Und hier mit Funpark, Jetski und andere Wassersportarten. Aber es ist wirklich echt sehr, sehr heiß hier. Hier sind jetzt 39 Grad ungefähr und da ist es schon eine schöne Abkühlung, mal wieder hier am Meer zu sein. Hier seht ihr die Preise für Fun-Sportarten und diesen Wasserpark hier in Budva. Die Aussicht da hinten mit den Bergen ist ja schön. Und hier ist der kostenlose Stellplatz, auch für Vans und Wohnmobile. Wir sind jetzt im Ort Bar auf einem Stellplatz. Schaut euch mal die Berge im Hintergrund an. Und jetzt gehen wir was Leckeres essen. Und morgen werden wir wahrscheinlich nach Albanien rüberfahren, weil hier ist schon die Grenze zu Albanien. I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Euch doch mal die Skyline der Stadt hier hinten an. Die ganzen Berge. Der Regen hat sich inzwischen verzogen. Ich stehe jetzt hier irgendwo mitten im Zentrum und hier hinter mir, das ist ein Einkaufszentrum. Aber ich habe keine Maske dabei, wieder mal vergessen. Also kann ich nicht in den Laden gehen. Der Ort heißt übrigens Bar und liegt direkt an der albanischen Grenze. Also in einer halben Stunde ist man in Albanien. Hier ist ordentlich was los nachts. Fängt jetzt erst an. So, hier ist jetzt der Yachthafen. Und da hinten in den Bergen, da leuchten die Häuser.